Ach, dann was sagen, dann herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Anoushka Loves Egypt. Wir hatten eine Kleintierausstellung, wo auch unsere Hühner ausgestellt worden sind, und dafür habe ich einen Kuchen gebacken und ich zeige euch das Rezept. Viel Spaß dabei und auch beim Nachbacken. Ich mache russischen Zupfkuchen, der kommt ja ursprünglich gar nicht aus Russland. Für den Mürbeteig brauche ich 150 Gramm Mehl, ein bisschen Backpulver, 75 Gramm Zucker, eine Prise Salz, ein Ei, 25 Gramm Butter und ein Esslöffel Kakao. Für die Füllung braucht man 750 Gramm Magerquark, 150 Gramm Zucker, 3 Esslöffel Zitronensaft, ich nehme einfach die halbe Zitrone, 50 Gramm Speisestärke, 3 Eier, ich nehme 4, weil meine kleiner sind, und 250 Milliliter Schlagsahne braucht man. Meine Eier, die sind so grün, weil ich habe die Hühnerrasse Araucana und die legen solche grüne Eier. Die kommen ursprünglich aus Chile. Die Hühner sind sehr beliebt, weil sie gerade diese Eier legen. Für die Streusel braucht man 100 Gramm Mehl, 75 Gramm Zucker, 75 Gramm Butter und einen Esslöffel Kakao, weil die Streusel sollen dunkel werden. Zuerst mache ich den Mürbeteig. Da kommt das Mehl in die Schüssel. Das wird ja der Boden. Der Boden soll dunkel werden. Also kommt da auch Kakao rein. Also der Kuchen ist auch bei Kindern sehr beliebt, weil da halt auch Kakao drin ist. Dann stelle ich die Waage ein. Ich habe so eine mechanische. Jetzt habe ich Zucker hinzugefügt. Backpulver braucht man da auch noch. Und anschließend kommt die Butter rein. Natürlich kann man auch Margarine nehmen, aber ich nehme immer Butter. Und ganz zum Schluss kommt dann das Ei rein. Eine Prise Salz kommt auch noch rein. Das Geheimnis beim Mürbeteig ist eigentlich, dass man nicht versucht, alles zusammen zu kneten, sondern erstmal alles miteinander vermischen, also alles durcheinander zu kneten. Wenn dann alles gut vermischt ist, dann knetet man das alles zu einem Teig zusammen. Falls der Teig doch mal zu trocken sein sollte, kann man auch ein paar Spritzer Wasser hinzufügen. Und wenn der Teig fertig ist, kommt er in den Kühlschrank. Wenn man Butter verwendet hat, wird der Teig dann fester. Bei Margarine ist es eigentlich egal, da muss man den Teig nicht im Kühlschrank tun, weil wird er kaum noch fester. Nun mache ich die Füllung. Zuerst nehme ich die halbe Zitrone und presse den Saft daraus. Der Saft kommt dann in eine andere Schüssel, weil die kleine Schüssel brauche ich gleich nochmal. Dann trenne ich die Eier. Eigelb kommt in die grüne Schüssel und das Eiweiß in die weiße Schüssel. Das Eiweiß wird dann nachher steif geschlagen.
Zu den Eigelben füge ich jetzt den Quark hinzu. Das ist ja eine Schale und eine halbe, also 750 Gramm. Dann kommt noch der Zucker und die Speisestärke hinzu. Dann schlage ich die Eiweiße steif. Anschließend wird die Quarkmasse gut verrührt. Da kommt dann das steif geschlagene Eiweiß hinzu. Und zu guter Letzt wird die Schlagsahne steif geschlagen und die kommt dann auch in die Quarkmasse hinzu und es wird alles sorgfältig untergehoben. Ich mache das mit dem Unterheben immer so, dass ich zuerst mit dem Rührgerät auf niedriger Stufe verrühre und dann mit dem Schaber alles sorgfältig nochmal unterhebe. Das klappt eigentlich soweit gut. Ich habe jetzt den Mürbeteig aus dem Kühlschrank geholt. Das wird jetzt natürlich den Boden. Der muss ausgewählt werden. Den bestäube ich mit Mehl und mache das auf der Folie. Ich nehme das Wellholz nicht normal außen an den beiden Griffen, weil das sonst auf der Folie rutscht.
Ich mache das auf der Folie, damit es auf der anderen Seite nicht klebt. Das ist jetzt ein Vorführeffekt. Leider hat es jetzt doch an der Folie geklebt und nicht so geklappt wie sonst. Normalerweise entferne ich den Teig von der Folie und klappe den nach innen und tue dann den Tortenring drumherum und dann kann ich den Teig an den Tortenring kleben. Jetzt mache ich es anders. Ich steche den Teig aus und klebe den Rest außen an den Tortenring. Das ist ein bisschen umständlich. Jetzt kann die Quarkmasse eingefüllt werden und glatt gestrichen werden. Anschließend mache ich die Streusel. Jetzt mache ich die Streusel, da kommt dann Mehl rein, Butter, Zucker und Kakao. Ich muss ehrlich sagen, die Streusel, die waren ein bisschen hart. Ich würde dann lieber Puderzucker nehmen und dann wird es miteinander verknetet. Es wird dann ein bisschen bröselig, aber das ist normal, das muss so sein.
Anschließend kommt der Kuchen in den Backofen bei Ober- und Unterhitze mit 180 Grad und bei Heißluft mit 160 Grad für circa 60 bis 70 Minuten. Leider kann ich den Kuchen nicht anschneiden, weil der für das Fest ist. Der Kuchen ist fertig gebacken und abgekühlt. Er muss jetzt noch auf die Tortenplatte. Einen Nusskuchen habe ich auch noch gebacken. Ist alles für die Ausstellung. Für euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann gerne abonnieren. Dann bis zum nächsten Mal. Salam.